Nun, ich bin mir nicht sicher. Ihr sagtet, Sindaru? Sindaiu, der Gleißende, Gott des Lichtes, der Erkenntnis, Sonnengott, Lost, derjenige, der für die Zyklen sorgt. Interessant. Fremde Welten, fremder Namen. Aber es scheinen die gleichen Prinzipien. Alles ist tödlich. Deswegen passen wir auf. Zwei sind durchbrochen. Deswegen könnte es gut sein, dass wir euren Krieger da drüben brauchen, den Gorai, um den anderen hohen Gorai zu besiegen. Welche zwei sind durchbrochen? Was ist durchbrochen? Das Ein Portal. Siegel. Sie sind durch den Vulkan geschwommen. Und jetzt sind sie hier. Wir konnten sie zwar bannen, aber sie sind nicht tot. Der Schwertmeister Hujun vom Soraktor und der Hurgada Gawarai Sadur. Sie warten. Seit 10 Jahren sitzen sie dort und warten, dass sich jemand sie richtet. Arkanzin. Es ist sehr rätselhaft, was sie sagt, aber nun ja, wir scheinen haben unsere Götter uns ausgesandt, hier etwas zu erledigen, was ihr nicht erledigen könnt. Er nickt. Nun, wo finden wir diese Guerei? Ich kann euch zu euch bringen, wenn ihr bereit seid. Weiß nicht genau, was ihr hier noch looten wollt, außer Anträge. Wenn ihr nicht mit den Monaden sprechen wollt oder nach Tarun übersetzen wollt, dann bringt sie einfach um. Nun, ich bin mir nicht sicher, ob wir mit den Monaden sprechen wollten. Aber gut, lassen wir Boltax noch ein wenig. Das ist doch ein sehr intimer Moment für ihn. Ja, nach gut einem Viertelstundenglas wird Boltax dann auch wieder aufstehen und sich zu den anderen Gesellen. Ach, nun, ich habe mit Angrosminia geredet und ich denke, in dieser feierlichen Stunde möchten wir es euch allen freistellen, ob ihr die Prüfung des Feuers wirklich antreten möchtet. Nun, wir haben noch in einen anderen Auftrag bekommen, könnte man sagen. Oh, nun. Baltrea sagte mir, dass Rafin wohl gegen einen Krieger antreten muss. Ein Guerrein nannte er es. Da Sie wird sich warten auf ihn. Rafim aber freuen. Rafim, hast du das gehört? Ja, ich überlege, das ist hier doch bestimmt ein schöner Ort, um zu meditieren, nicht wahr, Boltax? Jeden Fall. Hier ist man Sumu so nah wie sonst kaum. Ja, warum nicht? Ja, dann, wenn Rafim meditieren möchte, würde ich mich mit ihm zusammen im Schneidersitz wieder niederlassen und mich versuchen, auf das Feuer und das Wasser einzustimmen, das ja das kontrakarierende Element darstellt. Und ja, ihn in seiner Meditation begleiten. Ich schließe mich auch an. Dazu habe ich jetzt eine Frage. Es ist schon 7 Tage her, seitdem wir aus, wie heißt die Stadt nochmal? Seele. Aus Hot Alem weg sind. Ja, oder? Ja, Ja. müsste eigentlich. Okay, weil dann, das hat ja Auswirkungen auf meine Meditation. Gibt es sonst irgendwelche Auswirkungen? Soll ich die mal eben durchgehen? Ein Das ist ein Ingram heiliger Ort. Eine Sekunde, ich Also muss ein Heiligtum. aufmachen. Ich habe bestimmt einen Boni von 1 oder 2. Ah, ich glaube eins. So, aus einer Notlage raus, nein. Aus kirchlichem, ist kein göttlicher Auftrag. Auch alles wurscht.
An einem heiligen Ort der Gottheit ist es nicht. An einem Tempel der Gottheit ist es auch nicht. Ja, es gibt halt geweihten Boden. Das wäre halt dann die minus 1. Ich nehme ja, an, das wäre dann Boden. Hier passend. Dann eine Woche. Ja, Mantis setzt sich währenddessen an einen der Felsen, die hier rausragen, lehnt sich mit dem Rücken gegen die Wand, scheint auch deutlich blass geworden zu sein, sei es wegen der Hitze oder wegen der doch eine ganz schönen Menge Blut, die von ihm eben ins flüssige Feuer reingeflossen ist. Und schließt für einige Augenblicke die Augen und lässt die Umgebung ebenfalls auf sich frühen ruhen. Genießt die Zeit, in der er sich noch kurzzeitig ausruhen kann. Kapitän? Ja? Ihr habt nicht zufällig einen dieser Tränke von Canetzintiana dabei, dieser Heiltränke. Nun, doch. Wie schlimm ist es dann? Also, wenn wir den Weg noch zurück machen müssen, ich hatte einen ziemlich guten Tritt auf dem Weg hin, aber auf der Weg zurück würde mir schwer, wenn nicht gar unmöglich fallen. Ich weiß nicht, ob du was mitgenommen haben speziell jetzt? Bin mir nicht sicher. Naja, Boltax hat ja gesagt, dass das eventuell auch verdampfen könnte, also, weil eigentlich habt ihr nichts eingepackt. Dann nicht. Nun, ich fürchte, damit können wir nicht dienen. Ich und Voltax glaubten, dass diese Tränke nun ja in dieser Umgebung leiden würden. Deswegen haben wir keinen eingesteckt. Ja, dann heißt das wohl Zähne zusammenbeißen und durch. Vielleicht. Hier, nehmt diesen Ring. Ich stecke ihm mal so einen Ring auf, meinen Balsamring. Aber wie soll der denn helfen? Lasst ihn einfach eine Weile, eine Stunde, ein Stundenglas in eurem Finger. Dann wird die Wirkung sehen. Ja, interessant, also ein magischer Ring, ein Artefakt. Ich hätte ihn gern wieder, ja, danach. Aber natürlich, Kapitän. Danke euch. Ist das ein Matrixgeber oder? Nee, also wenn der Träger Schaden nimmt oder Schaden genommen hat, dann fügt er ihn nach langsam, ganz langsam wieder deinen Lebensvorrat, deine innere Kraft wieder auf. Regeltechnisch bekommst du 15 LE wieder. Okay, cool. Im Verlauf der nächsten Stunde oder wie? Ja, ich denke mal in der nächsten Stunde, würde ich sagen, oder so die Richtung. Ruht euch ein wenig aus. Und während ihr meditiert, während Rafim meditiert, zu Chor betet, kannst du spüren, wie hinter dir der Boden wieder etwas zittert. Einige Kiesel, die sich unter dir aufspringen. Und du kannst erkennen, wie eine gewaltige Kreatur, ein Humanoider, auf dich zukommt. Nur ein Auge auf seiner riesigen Stirn. Und er trägt einen gewaltigen Spieß in seiner Hand, ein Speer. Ich möchte meine Einschätzung vornehmen. Glaube ich, dass der stärker und schneller ist als ich? Schneller weißt du nicht, aber stärker. Du betrachtest seine gewaltigen Muskeln. Du kannst mal gerne eine Menschenkenntnisprobe würfeln. Eine Kriegskunstprobe würfeln? Eine Kriegskunstprobe würfeln, ja. Jetzt also, du rechnest mal mit sowas wie einer Körperkraft von 40, einer Konstitution von 40, der Mann ist gestählt. Aha! Und das Metall des Speeres ist blau schimmernd, schwarz-blau schimmernd. Er streckt sie dir entgegen. Aber die Banyama. Ja, ich schaue mir meinen Gegner an und beginne eine Liturgie zu wirken. Ja, du kannst sehen, wie in die Baltria neben dir auftaucht. Du musst dir schon nehmen. Was meint ihr? Monat sagte, dass sie fertig ist. Ich
Schau ihn mal mit fragenden Augen an. Was das, was er in der Hand hat? 90 Jahre geschmiedet. Er betrachtet noch einmal, er holt einen Gegenstand daraus und du siehst, dass es wohl der gleiche Stein ist, wie Diamantes ihn hat. Er betrachtet kurz die Farben, steckt ihn dann wieder zurück. 90 Jahre. Die heilige Zahl. Ja. Ich möchte mal einschätzen, ist das für einen normalen Menschen gemacht oder für ihn? Sie ist nicht für einen normalen Menschen. Sie ist schon für einen Riesen gemacht. Aber du bist ja ein Riese. Ja. Naja, ich kenne mich nicht aus mit diesen Herren. Muss ich jetzt eine Prüfung ablegen oder wie funktioniert das? Nein. Er hat sie geschmiedet. Für dich. Das war's. Ja, das ist nett von ihm. Aber... Abelmir, du kannst erkennen, das ist wohl ein großer Pylos. Aber wenn er sie geschmiedet hat, dann will ich ihm doch zeigen, warum er sie in meine Hand legt. Tu das. Und da möchte ich eine Liturgie würfeln. Das ist natürlich der übers Schlachtfeld wandelt, weil wenn nicht jetzt, wann dann? Willst du damit nicht warten, bis wir bei den beiden Guarai sind? Ja, er wird nicht Unrecht haben. Ja, dann versuche ich das Ding mal hochzuheben oder zu greifen. Du greifst zu. Und sie sinkt in deinen Händen. Sie sinkt. Sie flirrt durch die Luft und zerschneidet sie. Das ist unfassbar gut. Seid ihr euch sicher, dass das keine Magie ist? Das ist Metall, die hohe Kunst von Ingrim. Ich will euch ja keinen Lügner strafen, aber ich habe schon so manchen Ingrim-Geweihten schmieden sehen und das ist hier gegen Kinderspielzeug. Ja, durch die Luft wie von selbst. Bin beeindruckt. Nun, unsere großen Brüder können ihr Handwerk. Ja. Voltax? Ja. Was sagt der Mann? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Scheiße. Nimm sie einfach. Chor mit euch. Ja, dann führt mich mal zu diesen Herren oder Damen oder was auch immer da jetzt auf mich wartet. Komm mit. Und so gehst du los. Möchte noch jemand mitkommen oder bleibt ihr hier? Betrachtet den seltsamen Zyklopen mit einem einen Auge, 4-5 Meter groß, mit seinen stählernen Muskeln, händigt er jetzt eine Waffe aus, die seit 90 Jahren geschmiedet wird. Einfach so. Ich würde Diamants mal anstupsen. Es geht los. Ja. Ich fühle mich schon ein wenig besser, aber das lasse ich mir auf jeden Fall nicht entgehen. Nun, es wird beeindruckend, was unsere großen Brüder zu schaffen imstande sind. Und das dann auch noch in den Händen eines Virtuosen. Seraphim, ihr werdet sehen. Ihr könnt mal eine Metallurgieprobe würfeln, Metallkunde. Grobschmied, was auch immer euch da einfällt. Hüttenkunde, oder? Hüttenkunde, ja, könnt ihr auch gerne würfeln. Götter und Kulte als Ableitung würde ich auch erlauben. Ja, okay, das habe ich tatsächlich. So, damit kann ich auch dienen. Ich habe nur Grobschmied. Du kennst dich mit 6 Punkten, komme ich aber nicht weit. Ja, mit Edelsteinen kenne ich mich natürlich aus. Steinschneider, Juwelier oder Gesteinskunde. Oder Kristallzucht. Zulamin. Oder Feuersteinbearbeitung. Zulamin hat von diesem Metall zumindest schon mal gehört. Es gab eine einzige Waffe,
jemals mit diesem Metall in den Händen eines Menschen geschmiedet wurde, nie, aber in den Händen lag und geführt wurde. Im Speich? Amalion. Das muss Titanium sein. Naja, also mir sagt das Metall nichts. Hört sich aber gut an. Boltax, weißt du, was das ist? Ich kann es nicht richtig einschätzen. Ich kenne zwar alle Metalle, aber... Es ist bestimmt die Verarbeitung. Ich verstehe nichts von Metall. Aber naja, ihr wisst, dass ich, bevor ich mit euch gezogen bin, viel mit den Rondrianern zu tun hatte. Ja, eine dunkle Zeit in eurem Leben, das kann ich mir vorstellen. So schlimm war es auch wieder nicht. Ach, ja, Ayla ist doch eigentlich ganz nett. Ja, aber die anderen sind schon etwas spießig. Naja, jedenfalls... Ich glaube, das könnte das gleiche Material sein, aus dem Amalion geschmiedet ist. Also, ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ich verstehe wenig von Metall, aber das wäre unglaublich. Dann wäre dieser Speer aus Titanium. Eins sag ich euch jetzt, ne? Ich gebe den nicht der Ronra-Kirche. Nun. Ach, das verlangt doch auch niemand. In meinem Volk gibt es Legenden, dass wir Gondras Streitwagen aus eben jenem Metall geschmiedet haben. Titanium ist wirklich, wirklich selten. Ich frage mich, ob er euch diesen Speer nur für diesen einen Kampf gegeben hat. Naja, das steht zu befürchten. Naja, aber jetzt gucken wir doch erstmal, wer da überhaupt mir gleich gegenübersteht. Vielleicht bin ich ja gleich auch tot. Nun, hoffen wir das nicht. Doch. Den Gegner, der dich töten kann, den will ich noch begegnen, Rafim. Nur Mut. Wenn du auf meine Hilfe zählst, ich glaube, ich kann dir in diesem Falle keine große Hilfe sein. Ich habe das Gefühl, ich sollte hier drin nicht zaubern. Ich weiß nicht. Voltax, du weißt doch, wenn ich mein Ende finden werde, dann ist das so. Irgendwie habe ich das Gefühl, es gehört zu meiner Prüfung, die mir Sumu auferlegt hat. Alles ohne Magie zu machen, solange wir hier sind. Also lass dich nicht zu schwer verletzen. Och, Boltax. Ich unterliege keiner Prüfung, Rafim. Also wenn du schreist, schieße ich. Oh, das wird bestimmt nicht nötig sein. Ich denke auch nicht, dass es eine gute Idee ist. Es ist eine Prüfung der Götter an uns und an Rafim. Wir sollten uns dort nicht einmischen. Flamin stellt sich auf die Zehenspitzen und ich nehme an, Rafim kennt das schon. Sie möchte ihm einen Kuss geben, aber sie ist nicht ganz groß genug. Oh, das ist aber lieb von euch und er würde sie runterbeugen. Und sie legt dir die Hand an die Wange. Hex mit dir. Und ich würde einen Glückssegen sprechen. Du kannst jetzt im Prinzip aussuchen, ob du mit deinem neuen Pylos kämpfen möchtest, über vermutlich zwei Handhiebwaffen, oder aber ob du deine ganz normale Waffe nehmen möchtest. Kurz die Werte des Pylos aus Titanium. Warte, ich erfasse den dann. Ja? Distanzklasse S. Ja? 2W plus 12. TPKK 14,2. Inni minus 1. Der WM ist 2,0. Und der Bruchfaktor ist minus unendlich. Geschätzter Wert 900.000 Dukaten. Warte mal, wo tragt man nochmal die Treffen? Die musst du als Würfel reinziehen. Als Würfel 2W einziehen und dann die plus 12 so eintragen. Und die TPKK müssten dann normalerweise automatisch. Aber ich mit dem hätte ich da keine dritte Aktion. Ach, scheiß drauf. Ich nehme das Ding jetzt und wenn ich damit drauf gehe. Mir ist es egal. Kannst nehmen, was du willst. Nein, du brauchst einen neuen Waffenmeister. Ich habe nach meinen Erschwernissen geschaut. Das müsste nur eine Einser-Erleichterung sein. Vom Verwandte Gottheit Heiliger Boden. Ja. Wir verkaufen den Pylos und finanzieren damit unseren Krieg.
Nur ein Vorschlag. Wir verkaufen dich und finanzieren damit mein Abendessen. Das ist auch ein Vorschlag. Ich glaube, da kommt aber nicht so viel rum. 24 Sternchen, das ist Glückssegen, ne? Ja, dabei spielen die, das spielt nur für die Wirkungsdauer eine Rolle. Und zwar, das sind LKP-Sterne in Spielrunden. Und naja, es ist, er darf eine Probe wiederholen und das günstigere Ergebnis wählen. Mhm, alles klar. Hat das einen INI-Modifikator, über den habe ich nicht mitgekriegt? Ich glaube, minus 1. EKS 2W6 plus 12, 14, 2, minus 1 INI, WMS 2,0 und der Bruchfaktor minus unendlich. So tretet ihr heran. Ihr könnt erkennen, wie in einem Kreis einer Sigille zwei Menschen sitzen. Zumindest sehen sie humanoid aus. Der eine gewandet in flatternde Stoffkleidung, wie die Maraskaner sie tragen. Der andere in eine archaische Rüstung. Mit einem Helm auf dem Kopf, der sein Gesicht komplett verbirgt. Beide sitzen sie dort im Schneidersitz. Als würden sie dort Statuen abbilden. Und wenn ihr näher herantretet, erhebt sich einer von ihnen. Derjenige mit der Rüstung. Er trägt eine merkwürdige Schwinge bei sich, ein Schwert, was an seinem Gürtel hängt, zieht es heraus und es sinkt, ebenso wie deins, und zerschneidet und zerteilt die Luft. Als Arkans ihn erkannte, welche abscheuliche Kräfte der Ungenannte entfesselt hatte. Um die Völkerschaften zu vernichten, beschloss er, das außerweltliche Übel am Ursprung zu richten. Er kam aus der Schwärze, durch das wabernde Nichts der Zwischenwelt und trat in die Außenwelt hinaus, um Ordnung und Gesetz zu bringen, wo seit jeher Chaos und Vernichtung brüteten. Und er unterwarf die Albtraumgeschöpfe der äußeren und entgrenzten Leere und stiftete Ordnung im wuchernden Wirrwarr der Schreckengestalten. Doch ist ihre Zahl so unbegrenzt wie die Vielgestaltigkeit ihrer Ausgeburten, und der Unversöhnliche vernahm ebenso den Ruf aus der wirklichen Welt, wie auch das höhnische Gelächter seines verräterischen Feindes ob seine Abwesenheit. Da er aber nicht aufgeben konnte, was er begonnen hatte, teilte Arkanzin seinen Leib in zwei, um diesseits und jenseits des Weltenwalds ein und derselbe Ordnung zu entrichten. Dies Opfer brachte Arkanzin, und aus seiner Wunde treten seither seine Diener, die Arkanai. Aus Arkanzins Opfer, geheime Schriften des Sindario-Kults. Initiative. Naja, ich würde jetzt noch meine Liturgie vorher wirken. Das war ja mein... Klar, kannst du schon mal würfeln. Und dann sprich deine Liturgie. Warte, ich muss eben nachgucken, was das jetzt alles die nochmal beeinflusst. Ja, mach mal. Der Schwertmeister Rujun vom Soraktor hebt seine Schwinge, deutet auf dich und spricht: Omaiwama mu shinaru. Ding ist, ich habe keine Rüstung, Jungs, wenn der mich einmal hittet. Ich bin so los. Kein Problem. Er ist Waffenmeister und kämpft in der jütischen Schwinge. Jetzt kommen Sonderregeln aus dem Tarun-Sonderband. Okay, gut. Ich mache erstmal meine Liturgie durch, bevor du mich damit fertig machst. Ja, es wird mega interessant. Es sind einfach wie die 9 Schläge von Chor, nur in geil. Ja, warum auch nicht? Okay, wir sind immer noch auf geweihtem Boden, nehme ich an. Ja, Ingrim Heiligtum. Hat sich sonst irgendwas verändert? Meines Wissens nicht. Ist jetzt wieder göttlicher als bevor. Dann ist das eine Grad 1 Liturgie, weil das System nicht gebalanced ist. Das mache ich zu einer Grad 2 Liturgie, indem ich die Wirkungsdauer aufstufe. Ist eigentlich egal, es geht nur darum, den Effekt im Prinzip aufzustufen. Dann ist es eine Grad 2 Liturgie. Also eine plus 2. Eine minus 1 wegen der Umgebung. Also eine plus 1. Ich verlese einfach mal an dieser Stelle Sonderregeln, die er hat. Die sind für euch nicht so sehr interessant. Könnten sie aber werden, solltet ihr eben mehrfach gegen solche tarunischen Leute kämpfen. Warum auch immer, vielleicht weil ihr rübergehen wollt. Seine Rüstung ist unüberwindbar. Das heißt, sie kann nicht von normalen Waffen durchdrungen werden, die aus minderwertigem Metall sind. Was sind minderwertige Metalle? Alles, was nicht Endurium ist.
Seine Waffe ist schneidig. Das bedeutet, die erste Attacke, die du parieren würdest, du zerbrichst ohne Prüfwurf, falls deine Waffe nicht aus minderem Metall ist. Bedeutet, wenn du kein Arcanium führst, kein Endurium führst oder drunter. Also Endurium, Titanium, Eternium und so Sachen, das ist alles okay. Steht extra dabei. Endurium gilt Titanium gegenüber nicht als minderwertig. Und seine Waffe hat eine Loyalität. Ja, okay. Ich wirke meine Liturgie. Ich kann schon mal den Effekt vorlesen. LKP-Stern durch 2 plus 5, weil ich ja aufgewertet habe. Das sind in diesem Fall 13 Punkte. 13 durch 2 sind aufgerundet 7. Plus 5 sind 12. Gut. Ja, Rafim würde sich draußen vor den Kreis stellen und nach und nach den Mitleidlosen anrufen. Donnernder Himmelsreiter, lass mich über das Schlachtfeld schreiten. Kaunaf, dessen Krallen das Zwielicht zerteilen. Und dann würde ich da reintreten. Du trittst hinein, der andere, der Hurgur Aizadur, bleibt einfach auf seinen Knien sitzen. Dieser Kampf ist unter seiner Würde und interessiert ihn nicht. Oder aber er darf nicht eingreifen. Der Schwertmeister hat dich gefordert. Initiative, wo bist du? Warte. 23. Dann darfst du beginnen, beziehungsweise ich werde beginnen, weil ich der NPC bin. Du würdest das hier Grund in ihr. Hm? Genau, ja, ja. Ich orientiere mich und steige damit auf die 26. Nicht unvernünftig. Ja, komm, wir greifen den einfach mal an mit einem 6er Finte, einfach um mal hier ein bisschen rein zu testen. Ja, mach mal. 8 sieht gut aus. Dann pariere ich ganz normal. 14. Das ist noch geschafft. Also, naja, er hat eine 18er Schwernis auf den Wurf, ne? Eine 18er? Wieso eine 18er? Der über Schlachtfeld schreitet. Aha, ach so. Außerdem singen Attacke und Parade der Angreifer jeweils um LKP-Stern durch 2, weil aufgewertet plus 5 Punkte. Das heißt, seine ist um 18 erschwert. Genau, wegen der 6er Finte. Gut, dann mach Schaden.